Hallo liebe Leute, willkommen zu einem neuen Spiel und zwar zu Patricia 4 Version 2.0.4 Aufstieg einer Dynastie ist das DLC dazu und das Spiel ist im Jahr 2010, besser gesagt dann im September 2010 erschienen und das Add-on Aufstieg einer Dynastie ist im April 2011 erschienen dazu. Ja, es gibt es auch auf Englisch, auf Steam verfügbar derzeit immer noch zu kaufen. Und auf Englisch heißt es Patrician 4, Rise of a Dynasty heißt DLC dazu. Und das Originalspiel erschien bereits 1992. Der allererste Teil, damals noch von Ascon bzw. Ascaron, wie sie später hießen, die Firma. Eine deutsche Spielefirma. Und ja, die waren natürlich sehr erfolgreich, auch bekannt durch diverse andere Spiele. Und dieses Spiel hier ist von Gaming Minds entwickelt worden und vertrieben durch Calypso Media. Wie gesagt, das ist nicht mehr das neueste Spiel, aber ich hatte schon lange, lange Bock drauf und habe vorhin schon mal eine Testrunde gewagt, um mal auszuprobieren, ob das alles funktioniert. Musste gerade eben eine neue Aufnahme neu starten, weil die Auflösung nicht so dazu gepasst hat. Ich habe es in 4K aufnehmen wollen, hat aber leider nicht funktioniert. Deswegen musste ich jetzt die Aufnahme komplett neu starten. Und in den letzten 5 Minuten, wir sind jetzt zum Vergessen, denn wir starten mit euch ein neues Spiel. Und zwar machen wir das freie Spiel. Gehen wir mal als Name direkt mal S ein und als Nachname S-Kicker. Wir können mal hier weiblich machen, um zu schauen, was es für Frauen so gibt. Okay. Vielleicht schöne Damen, aber wir nehmen mal einen Herrn. So. Nicht diesen griesgrämigen Pfarrer hier oder was das ist. Was nehmen wir denn für einen? Nehmen wir doch den hier, der schaut doch ganz nett aus. So, Heimatstadt können wir noch bestimmen. Rostock, Stockholm, Visby, Stettin, Danzig, Thorn, Riga, Reval. Okay. Und was haben wir noch? Lübeck, Hamburg, Bremen, Köln. Ja, Köln wird sich eigentlich ganz gut anbieten. Allerdings werde ich mal... ich mache Köln. Ich habe letztens Spiel tatsächlich Lübeck gewählt, weil da gibt es einen Vorteil. Allerdings werden wir sowieso später drauf stoßen. Also mache ich mal Köln. Köln ist sympathisch. Schwierigkeitsgrad lassen wir auf normal. Anzahl der Städte habe ich am Maximum. Produktion soll historisch sein. Und die mittlere Einwohnerzahl lassen wir auf 2000. Wir starten das Spiel, liebe Leute. Und das ist Köln im Jahr am 1. April 1370. Ups, ich muss gleich mal hier die Spielgeschwindigkeit runter machen auf 0. Denn das ist nämlich unsere Stadt. Unser Startpunkt und wie ihr seht, kann man auch die Karte so ein bisschen drehen hier und dann kann man so die wunderschöne Grafik von damals aus dem Jahr 2010 jedenfalls beziehungsweise 2011 mit dem Add-on auch bewundern. Ja, ich finde das ganz cool, dass man hier so die Karte auch so ein bisschen drehen kann, recht nah ranzoomen kann. Hat so ein bisschen so ein Siedlerfaktor, ne? Ja, was haben wir denn hier so alles? Wir haben hier automatisch eine Werft in der Stadt, eine Taverne, Kontorgilde, Münster, Rathaus, Bamas, blablabla und eine Markthalle. Und am Anfang haben wir 30.000 Geld zur Verfügung, sowie ein Schiff, und zwar die Seemöwe. Ja, da lassen wir die auch so. Wenn ihr später, wenn ihr Lust habt, könnt ihr mir ein paar Schiffe-Namen in die Kommentare reinschreiben, dann benenne ich gerne mal ein paar größere Schiffe mal nach euch, würde ich sagen, die wir später so mit uns fahren werden, wie auch immer. Ne? Die Seemöwe ist eine Kogge, das heißt, wir haben auch 500 Tonnen Platz hier. Derzeit haben wir 0 geladen von 500. Wir haben keine Matrosen. Matrosen kriegt man erst, wenn man Kanonen auf dem Schiff hat. Um Kanonen auf dem Schiff zu haben, muss man das hier in der Werft umbauen. Allerdings können wir gleich mal ausprobieren. Wie ihr seht, kann ich das Schiff ja schon mal anwählen. Die Seemöwe, die eine Kogge ist. Ne? Wenn ich das jetzt umbauen würde, würde es mich so viel Geld kosten. Hier 5.354 Geld. Würde mir 12 Kanonen bringen. Allerdings 120 Ladung würde ich dadurch verlieren. Die Hitpoints des Schiffes, also die Stabilität, würde gleich bleiben. Aber
wie gesagt, ich könnte dann viel weniger laden. Gerade am Anfang des Spiels kann ich euch empfehlen, das noch nicht zu tun. Erstmal ein bisschen Geld zu erwirtschaften und dann erst später dann ausbauen. Also man kann es irgendwie spätestens ausbauen, wenn die ersten Piraten so auftauchen. Würde ich mal vorschlagen. Schauen wir mal, ob wir das auch so machen oder eventuell das vorher schon machen. Hier gibt es, was würde denn das Schiff kosten, wenn ich das verkaufen würde? Wir würden 21.400 Geld kriegen, okay? Gibt es denn ein Schiff hier zu kaufen? Ja, ein Kreier für 68.000. Und eine Schnigge auch für 38.000. Schnigge sind die kleinsten Schiffe, danach kommen die Kreier, danach kommen die Koggen, die wir eben gerade haben. Und dann später kommen noch andere Schiffe dazu. Ich könnte hier auch ein Schiff bauen lassen. Eine Schnigge würde mir 21.400 kosten, würde diese ganzen Materialien hier verbrauchen. Kreier würde schon 36.000 kosten, da wir nur 30.000 am Anfang haben. Können wir das natürlich nicht bauen, aber wir werden später einige Schiffe bauen. Wir haben am Anfang den Rang eines Krämers und wenn man hier auf diesen Balken drauf geht, sehen wir, wir haben 83% Fortschritt. Für den nächsten Rang fehlt euch Vermögen 34.000. Also sobald wir 34.000 Geld haben, haben wir den nächsten Rang erreicht. So, dann würde ich mal sagen, schauen wir mal als erstes mal, also wir können mal Baumeister erstmal kurz reingucken, wenn man hier, man kann hier ein Lagerhaus ausbauen. Also ich habe schon Lagerhaus, weil das ist nämlich unsere Heimatstadt. Da haben wir automatisch ein Kontor und da könnten wir tatsächlich die Lagerkapazität weiter ausbauen. Wir könnten allerdings auch Wohnhäuser bauen. Hinter das Wohnhaus für die Bürger der Stadt. Je näher es am Stadtkern gebaut wird, desto eher ziehen dort reiche Bürger ein. Und das kostet alles Materialien, Geld und Gesamtkosten wären so viel. Und das würde, ach, hier kann man auch noch andere Sachen. Okay, das sehe ich auch zum ersten Mal. Für die Stadt könnte man auch was bauen. Und zwar einen kleinen Brunnen, einen großen Brunnen, sowie einen Platz. Erhöht den Wohlstand von in der Nähe wohnenden Bürgern. Okay. Und der Bürgermeister kann noch mehrere Gebäude ausbauen und so weiter. Dazu kommen wir später, wenn wir irgendwann vielleicht Bürgermeister werden. Was ist denn das Ziel des Spieles? Naja, wie der Name schon sagt, Patrizier zu werden und dann Eldermann zu werden. Ich klicke mal kurz auf die Seekarte. Wie ihr seht, das ist die ganze Karte hier von... Ups, jetzt habe ich irgendwas geklickt. Das wollte ich gar nicht. Das ist die ganze Karte hier. Und kann auch bis ein bisschen weiter nach Osten gehen. Da sind Novgorod und Reval und so weiter. Hier im Süden gibt es noch Danzig und Thorn, weiter südlich. Dann gibt es hier Städten, wenn man weiter in den Westen geht. Rostock, Lübeck, Hamburg, Bremen und so weiter. Hier haben wir noch London, wo man gar nicht starten kann. Edinburgh, Scarborough. Und weiter nach Westen geht es nicht. Auch nicht weiter nach Süden, aber nach Norden geht es ein bisschen noch. Und zwar Richtung Skandinavien, Norwegen, Bergen zum Beispiel. Oslo, Göteborg, Stockholm und hier oben haben wir noch Reval nochmal, ne? Ja, also es gibt einige wichtige Städte, zum Beispiel Lübeck und Reval. Muss man es mal merken. Das sind nämlich Städte, wo wir unsere Kapitäne upgraden können. Deswegen bietet sich das eigentlich schon an, in Lübeck zu starten, weil da hat man direkt einen so einen Trainer, der euren Kapitän verbessern kann. Aber dazu kommen wir später noch. Ich wollte euch nur mal die ganze Karte zeigen. Man kann hier auch ein bisschen ranzoomen und ja, eine sehr hübsche Karte. Die früheren Patrizier hatten auch schon ganz hübsche Karten. Natürlich ist aber hier Patrizier 4 meiner Meinung nach jedenfalls die hübscheste Karte. Und denen ist ja auch das späteste Spiel natürlich. Ja, also es ist verwandt auch mit Port Royal und ähnlichen Spielen. Auch ein bisschen ein Anleihen von Pirates, falls ihr das kennt. Das natürlich ein Riesenklassiker ist, ne? Gucken wir mal, was gibt denn hier eigentlich? Den Hafenkran gibt es hier noch. Hier kann man handeln. Warenliste, Stadtinfo. Wenn mal kurz die Hansestadt Köln so anschauen. Es hat 25% Beliebtheit haben wir in dieser Stadt. Also unser Ansehen. 3300 People wohnen hier, also Leute. Bettler in der Stadt haben wir 46, tägliche Zunahme 0. Der Wohlstand geht so langsam runter, wie man sieht, und den Bürgern geht es so gut, dass sie effizienter arbeiten. Die Lohnkosten sinken dadurch um 5%. Okay, aber der Wohlstand geht scheinbar wieder runter. Was ist das hier? Belegter Wohnraum 57%, Wohnhäuser 40, 2300 Leute eben,
Bewohner, arme Bürger, davon sind 1679, also die meisten sind arm. Wohlhabende sind 414 und reiche Bürger 207. Produktion, es gibt 23 Betriebe, davon wird Hanf hergestellt und Getreide, Salz, was ist das, Kleidung und Wein. Und wir haben ein Konto in der Stadt. Ja, dann würde ich mal sagen, gehen wir mal das Allerwichtigste, gerade am Anfang einer Karriere, ist natürlich der Handel. Ne? Später werden wir den Handel ein bisschen automatisieren, damit wir uns nicht mehr so sehr drum kümmern müssen, weil da werden wir ein bisschen höher im Rang steigen und da werden wir uns um andere Sachen kümmern. In dem Spiel ist es ja recht umfangreich. Man kann auch außerhalb des Handels andere Dinge machen und da werden wir unsere Flotten automatisieren. Aber am Anfang ist es ganz wichtig, dass wir selber handeln. So, hier seht ihr die ganzen Waren, zum Beispiel hier ist Holz, hier gibt es Ziegel, Getreide und Hanf und so weiter. So, natürlich sind die Sachen, die oder die Waren, die in einer Stadt hergestellt werden, sind natürlich günstiger als die Stadt mit einkauft. Ne? Und hier seht ihr die Verfügbarkeit. Verfügbarkeit ist ein ganz wichtiger Indikator. Genauso, das ist hier der Wert, wie viel es gibt in dieser Stadt, wie viele Produkte. Also ihr seht 149 Ziegel und 27 Holz und so weiter. Übrigens, ganz kurz noch nebenbei gesagt, ich spiele immer auf Geschwindigkeit 0, damit die Zeit nicht vorwärts geht, während ich hier quatsche. Ja, weil dann kann man sehr viel verpassen. Wir haben immer noch den 1. April. Später werden wir die Zeit natürlich beschleunigen zum Fahren auf 10-fach und so weiter. Aber momentan will ich das ein bisschen pausiert, damit wir nicht viel verpassen. Also nochmal ganz kurz hier, also das ist die Verfügbarkeit, wie viel Waren da in der Stadt wirklich sind. Wenn ich runter scrolle, seht ihr, gibt es noch mehrere Waren. Wir sehen zum Beispiel hier, dass Pelze 0 da sind. Also wenn ich jetzt Pelze hätte, könnte ich die wahrscheinlich sehr gut hier verkaufen für einen guten Profit. Hier sehen wir, was wir geladen haben. Wir haben überhaupt noch keine Waren, weil wir gerade gestartet sind. Ne? Und hier sehen wir einen Durchschnittspreis von den Waren. Anhand dessen können wir sehen, ob unsere geladene Waren, also sehen wir tatsächlich nur, wenn wir Waren geladen haben, ob sich das lohnt, da was einzukaufen oder zu verkaufen. Ne? An diesen zwei Punkten hier sehe ich, dass ein kleiner Überschuss von Getreide da ist oder hier von Hanf. Ich werde jetzt mal ein bisschen weiter runter scrollen, weil Wein könnte für uns wichtig sein. Ich kaufe mal ein bisschen Wein. Und wenn ich jetzt hier auf diesen Button draufklicke, wo hier der Preis ist, ja, das ist der Preis für eine Tonne Wein. Wenn ich da draufklicke und hier weiter nach rechts oder links mich bewege, links kann ich gar nicht, weil ich keine eigenen geladen habe. Erst wenn ich welche geladen habe, kann ich da links gehen. Wenn ich nach rechts gehe, seht ihr, wenn ich ganz weit nach rechts gehe, steht da, wie viel das kosten würde, das einzukaufen. Und ihr seht auch, dass dieser grüne Balken da verschwindet, wenn ich zu weit nach rechts gehe. Weil da kann sein, dass ich dann den ganzen Warenbestand in der Stadt aufkaufe und da gibt es halt eben nicht mehr so viel da. Ich kann euch empfehlen, falls ihr das Spiel selber spielt, geht immer so weit nach rechts, dass ihr immer einen grünen Punkt da noch habt. Dann hat die Stadt nämlich genug davon. Ich kaufe das jetzt mal 35 Tonnen für 16.820. Ich lasse den Button los. Bam, dann sind die 35 Tonnen geladen. Und wie ihr seht, ist der Durchschnittspreis 480. Also, für den ich gekauft habe. Jetzt seht ihr aber, in der Stadt gibt es jetzt nicht mehr so viele Waren, ne? Weil ich ja schon sehr viel auch gekauft habe. Also, was heißt das? Ja, das heißt, weil ich ja schon welche gekauft habe, ist der Preis jetzt gestiegen. Weil es gibt viel weniger Waren, also. Das ist ein dynamischer Preis. Das heißt, je mehr ihr kauft oder wenn ihr viel aufkauft, dann steigt der Preis natürlich sofort an. Das heißt, wenn ich jetzt nochmal diese 19 aufkaufen wollen würde, müsste ich 520 Goldstücke pro Tonne zahlen und nicht 480 wie vorher. Ich mache jetzt noch was anderes und zwar ist denn ein Schiff von Woi vor Anker. Nee, hier. Von Woi auf See. Achso, wieso bin ich jetzt auf See eigentlich? Habe ich jetzt irgendwie mich verklickt? Ja, irgendwie habe ich mich verklickt. Da ist jetzt mein Schiffchen wieder. So. Okay, sorry. Habe ich mich vorhin ein bisschen verdruckst. So, die Warenliste lasse ich eigentlich immer offen, wenn ich hier einkaufe. Habe ich jetzt vergessen.
So, jetzt habe ich nämlich die ganzen Sachen nämlich in meinem Kontor. Und genau, den muss ich jetzt umladen. Wie war das nochmal? Ich weiß jetzt gar nicht mehr, wie ich jetzt vom Kontor aus wieder in meine in mein Schiff lade. Das ist jetzt doch schon eine Weile her. So, 35. Bleiben. Ich bin doch auf dem Konto hier, oder? Waren. Organisieren. So. So. Hallo, liebe Leute, willkommen zurück. Ich habe es jetzt herausgefunden. Und zwar, man muss hier auf Bestattinfo klicken. Dann auf Handel und man kann dann hier umstellen. Konto auf Konvoi. So war das. So. Ich habe hier die ganzen ganze Wein geladen. Die ziehe ich jetzt einfach rüber und jetzt ist es auf dem Schiff. So wie ich das eigentlich vorgehabt habe. So. Genau. Und hier klicke ich auf auf den Button für die Warenliste und dann können wir weiter einkaufen. So, was brauchen wir denn noch? Ich kaufe gerne immer die teuersten Sachen ein. Zuerst, wir haben jetzt nur noch 13.000 Geld. Ich mache jetzt dasselbe mit Kleidung. Wir kaufen mal ein bisschen Kleidung. Wir sehen, der Punkt, da ist einmal grün noch. Dann lassen wir den Button los und dann haben wir 10 Tonnen Kleidung gekauft. Und dann machen wir dasselbe mal mit Salz. Jawohl. Und wir sehen hier rechts, wir haben ja 73 Tonnen geladen von 500. Das heißt, wir haben noch jede Menge Platz. Können wir vielleicht noch ein bisschen Hanf einladen. Hanf und ein bisschen. Was ist das? Nahrung oder ne, Getreide, genau. So, wir haben jetzt insgesamt 149 Tonnen geladen von 500. Und damit gehen wir in der nächsten Runde dann auf unsere erste Handelsreise. Allerdings werde ich jetzt vorher noch ein bisschen was von der Stadt so zeigen. Hier haben wir noch das Rathaus. Da gibt es diverse Sachen. Wir sehen die Bürger, die beliebtesten Bürger. Wir sind hier auf dem letzten Platz mit 25%. Es gibt einen, der ist Patrizier, ist 100%. Da kann man hier auch für eine Bürgermeisterwahl kandidieren. Kann man später machen. Es gibt noch den Stadtrat, auch für später, den Auslieger. Hier, wenn wir Großhändler sind, dann können wir hier ein paar Sachen reinstellen. Hierzu braucht man Kaufmann, um den Stadtrat zu sehen. Im Aushang gibt es ab und zu Aufträge und im Ratskeller. Was gibt's? Achso, was es heute zum Essen gibt? Bügelfleisch vom Grill. Geräuchert in Tannenreisig. Nam, nam, nam. Lecker, lecker. So, dann haben wir die Markthalle mal schon gesehen. Den Mauermeister haben wir auch schon gesehen. Gucken wir uns mal den Münster an. Hier kann man beten. Ich bete mal für die Familie. Ja. Jawohl, unsere Familie soll es gut gehen. Und für das Geschäft können wir auch beten, aber das lasse ich mal. Hier kann man Geld spenden für die Bedürftige der Stadt. Mache ich mal 100 Geld. Wie ihr seht, wir haben jetzt einen Rang von 25. Wenn ich 100 spende, passiert gar nichts scheinbar. Okay, nochmal. Und jetzt ist es um einen Punkt gestiegen. Na gut, das war jetzt nur so zum Zeigen. Man kann auch für die Armen Speisung Sachen ausgeben. Also hier so Waren wie Getreide und was ist das hier? Fisch. Fisch, genau. Und Met. Oder benötigte Waren für eine große Speisung. Also eine kleine Speisung und eine große Speisung. Und das würde auch beträchtlich unsere Beliebtheit steigern. Ja, dafür haben wir aber weder noch die Waren noch das Geld. Wir sind ja erstmal gestartet. Wir sind selber auch noch arme Schlucker. So viel Geld können wir da noch nicht spenden. Dann gibt es hier noch die Gilde. Hier gibt es Expeditionen in den Mittelmeerraum. Das werden wir später noch sehen. Bin ich sehr gespannt drauf, habe ich selber noch nicht gesehen. Ihr benötigt den Rang des Ratspräsidenten, bevor wir Maßnahmen machen können. Für was brauche ich das hier? Ja, hier gibt es gar nichts. Okay. Amtsgeschäfte. Nur der Eldermann der Hanse. Also hier kann der Eldermann tätig werden. Der Eldermann ist ja das Endziel des Spiels eigentlich, um. Ja, also beziehungsweise man kann auch danach noch weiterspielen, aber wenn man Eldermann ist, ist man der höchste Amtsinhaber sozusagen. Ich weiß jetzt nicht, ob durch die DLC das eventuell sogar noch weitergeht. Auf jeden Fall kann man hier noch so Statistiken anschauen. Vom, was ist das? 1. Januar 1370 bis 1. April 1370.
ist die Einwohnerzahl scheinbar sehr gestiegen in Köln, okay? Was gibt es hier noch? Städteliste kann man anschauen. Oslo hat die meisten Einwohner zusammen mit London und Novgorod und so weiter. Und die wenigsten Einwohner gibt es in Brügge mit 1700. Hier gibt es überall Aufschwung, Wohlstand, Aufschwung, Wohlstand. So, wo ist denn Köln? Köln hat Wohlstand scheinbar, okay. Dann kann man hier noch Produktion pro Tag anschauen. Aber Köln sehe ich da gar nicht, okay. Nee. Ja, Warenpreise kann man sich noch anschauen und so weiter. Dann gibt es hier noch Händler. Die beliebtesten Händler der Hanse. Ja, hier der Patricia, der hat 17%. Und wir sind ganz unten mit 0%, weil wir noch fast gar nichts gemacht haben, ne? Hier kann man Privilegien sich erwerben. Ja, dadurch, dass wir in Köln ja gestartet sind, haben wir sogar ein Konto und wir können Wohnhäuser bauen. Später können wir, wenn wir Großhändler sind, können wir Produktion erstellen. Wenn wir Kaufmann werden, dann können wir regionale Waren hier einkaufen oder sowas. Und wenn wir Fernkaufmann, den Rang Fernkaufmann erreicht haben, können wir Expeditionen in den Mittelmeer schicken. Dann haben wir, glaube ich, alles gesehen, oder? Die Taverne noch nicht. Hier kann man Matrosen einstellen. Allerdings brauchen wir dafür Kanonen. Also müssen wir das Schiff ausbauen. Gibt es hier noch diese Gäste? Gäste. Gibt es den Teil einer Schatzkarte? Das haben wir, glaube ich, schon geholt, oder? Ne, haben wir noch nicht. Wir haben jetzt zwei Teile von der Karte. Und hier gibt es Piraten. Aber hier gibt es noch. Es wurden noch keine Piraten entdeckt. Ja, wunderbar. dann gibt es hier, wenn wir auf Bilanzen und Statistiken und Infos, Aufgaben, da können wir hier den Teil einer Schatzkarte anschauen und wir sehen hier, irgendwo wird ein Schatz sein. Der Schatz wird mit einem roten X markiert, das heißt, wir brauchen noch mehr Teile von der Schatzkarte, um das zu erkennen oder zu entdecken. Wir werden natürlich das alles zusammen machen, werden wir sehen. Eine kleine Warnung vorab, ich werde nicht jede Folge, jeden Handel, jede Tätigkeit aufnehmen in dieser Staffel, weil ich möchte euch nicht langweilen. Man muss dazu sagen, das Spiel besteht vor allem am Anfang durch sehr viel Hin- und Herfahrerei und sehr viel Reiserei und Handel hier, Handel her. Das wird für euch langweilig mit der Zeit. Ich werde euch immer wieder dazu holen, wenn irgendwas Spannendes ist, wenn wir einen neuen Rang erreichen, wenn wir irgendwas Neues, Wichtiges erforschen. Erforschung gibt es nämlich in dem Spiel auch. Wenn wir was bauen und so weiter, wenn wir unsere Produktion tätigen, wenn wir Schlachten haben gegen Piraten und so weiter, da werde ich euch dazu holen, aber ich werde euch nicht bei jedem langweiligen Handel dazu holen, weil das wäre tatsächlich, da wäre das Let's Play erstens mal sehr lang und zweitens auch sehr uninteressant für euch. Ich würde mal sagen, wir beenden jetzt auch die allererste Folge. Ich hoffe, ihr seid in der Staffel weiter dabei. Ich werde euch, wie gesagt, in der nächsten Folge schon mal die ersten Handelstätigkeiten zeigen. Und, achso, hier gibt es noch das Stadttor, das habe ich euch ganz vergessen zu sagen, aber da brauche ich einen Razzia. Man kann nämlich auch die Stadt hier weiter ausbauen und gegen Überfälle sichern. Und ja, also wir werden auf jeden Fall, wie gesagt, dazukommen, wenn irgendwas Spannendes passiert. Und ich freue mich auf euch. Bis zur nächsten Folge, liebe Leute. Macht es gut. Ciao.